Willkommen auf Martins Review Vlog. Begleitet mich auf meiner Suche nach Produkten, die für meine Lebensbereiche geeignet sind. Hier gibt es natürlich viele unterschiedliche Bereiche, zu denen ich hier Videos machen werde. Einerseits Werkzeugquests, wo ihr schon einige Videos auf diesem Kanal gesehen habt. Spielzeugquests. Als Vater sucht man natürlich auch nach Spielzeugen. Einerseits für die Kinder, andererseits natürlich auch für den Papa. Audioquest, die Suche nach coolem Sound und Sound, der mir gefällt. Da werde ich euch auch mitnehmen und diese Reise hat schon vor gut über 20 Jahren bei mir begonnen. Und werde euch einfach zeigen, was sich so getan hat, beziehungsweise wo ich aktuell stehe und wo die Reise vielleicht einmal hingehen wird. Dann das nächste Thema, PC Hardware Quest, die jetzt auch schon mehr als 20 Jahre lang dauert und wo ich euch heute auch das erste vorstellen werde. Und ein weiteres Thema sind das Thema Car Quest, das heißt Autos, Kfz, natürlich nicht so wie auf den Car Review Channels, sondern ihr werdet jene Autos vorgestellt bekommen, die ich selber täglich oder öfters fahre bzw. oft gefahren bin, die in meiner Familie sind bzw. Mein eigenes Auto. Gut, das bringt uns zum heutigen Thema. Das ist Hardware Quest. Hardware Quest, heute stelle ich euch vor Microsoft Sculpt, einerseits das Keyboard, andererseits die Maus. Und um euch zu zeigen, dass das nicht so ein, ich packe es jetzt aus und das sind jetzt meine ersten Eindrücke, sondern ich habe diese Tastatur schon seit vielen Jahren im Einsatz, bereits schon so lange im Einsatz, dass sich auch die Alt-Taste verabschiedet hat und auch hier bereits, und das ist ein Problem mit allen Sculpts, dass dieser Klebstoff hier in den Ecken, womit wir schon direkt ins Review eingestiegen sind, sich nach einiger Zeit einfach auflöst und dann ungefähr so ausschaut. Da Tastaturen natürlich ein Verbrauchsmaterial sind und die Sculpts aus meiner Wahrnehmung her doch ein sehr teures Verbrauchsmaterial sind, nutze ich sie natürlich bis zum bitteren Ende. Bei der war dieses bittere Ende jetzt mittlerweile erreicht, vor allem da sie jetzt nach gut 4 oder vielleicht sogar schon 5 Jahren mittlerweile auch beim Anschlag Probleme gehabt hat, auch mit ganz frischen Batterien. Ja, das heißt, gut, da ist einmal die alte, die gebe ich mal zur Seite und konzentrieren wir uns auf die neue. Also wenn sie ganz neu sind, was man sieht, hier um die Ecken, das ist genau die Stelle, wo bei der alten Tastatur der Klebstoff aufgegangen ist und das aufgegangen ist, das ist hier nicht eingeschnitten. Deshalb ist hier eigentlich immer Spannung drauf. Und ich komme ein bisschen näher. Ich hoffe, man kann das dann auch entsprechend sehen. So, sieht man hier diese Falten und das sind genau die Falten, an denen sich es entsprechend dann ablöst und der Kleber dann langfristig nicht halten wird. Ich habe noch eine zweite Tastatur am zweiten Rechner, bei der geht das hier an der Stelle genauso auf. Also das wäre was, wo Microsoft definitiv nachrüsten könnte und hier ein bisschen was verbessern könnte. Ein weiteres Thema, das diese Tastatur hat und wo definitiv Verbesserungspotenzial gibt, ist das hier. Ihr seht hier zwei AAA oder 3A Batterien. Ja, das ist nicht mehr Stand der Technik. Also hier könnte man sich wünschen, dass hier ein USB-C zum Aufladen ist. Auf der anderen Seite, das sind jetzt die mitgelieferten AAA Batterien. Im Normalfall verwende ich mit dieser Tastatur aufladbare Batterien, die
ja, man sich bestellen kann. Ich finde die Amazon Basics AAA-Batterien erfüllen sozusagen meine Anforderungen hier an dieser Stelle am besten. Gut, also von daher, dann ladet man sie halt auf, gibt sie ins Ding. Ideal wäre natürlich ein USB-C-Anschluss, wie es auch bei anderen Tastaturen ist. Ein großer Vorteil natürlich, man ist nicht gebunden an eine proprietäre Batterie. Naja, aber heutzutage die Technik wird schon so klein und so, da könnte man AAA-Batterien und sie trotzdem mit USB-C aufladen. Ja, wie gesagt, ein kleiner Kritikpunkt bei der Tastatur, nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, dieser Kritikpunkt bei der Maus, aus meiner Sicht schon eher. Hier sind zwei AA-Batterien enthalten. Ihr seht, es leuchtet die ganze Zeit wie verrückt. Schaltet sich auch nicht wirklich ab. Und meine Befürchtung ist, dass die Batterien hier wahrscheinlich nicht so lange halten werden wie in der Tastatur. Das habe ich vorher nicht erwähnt. Die Tastatur habe ich seit vielen Jahren im Einsatz. Die Maus hätte ich mir wahrscheinlich so separat nicht gekauft. War aber im Bundle genauso teuer wie nur die Tastatur zu kaufen. Und daher habe ich sie quasi mitgenommen, um mal zu schauen, wie sie ist. Was mir aufgefallen ist zuerst im Vergleich zu meiner Logitech MX Vertical, die ich in einem späteren Review euch noch präsentieren werde, ist, sie ist flacher, sie ist nicht so 90 Grad hochgestellt und ich hatte die Befürchtung, dass wenn ich dann arbeite und länger sitze damit, dass dann eben quasi dadurch, dass es eher flacher ist, also eher wie eine MX Master zum Beispiel, ich hier Probleme haben könnte. Im alltäglichen Gebrauch ist es mir jetzt nicht aufgefallen, ich werde aber sehr wahrscheinlich nach wieder zur MX Vertical zurückkehren. Was sozusagen mich zu einem zweiten Punkt bringt, den man leider nicht sieht. Bei den Reviews, die so im Internet herumgeistern zu der Sculpt, zu dieser wie auch zu dieser Maus, und das ist meines Erachtens wirklich ein Problem, ist, man braucht immer den originalen Dongle, das heißt dieses kleine USB-Teilchen. Und den kann man dann auch hier drinnen rein. Ich habe ihn jetzt aktuell, da ich die Maus und die Tastatur verwende, auch an meinem Rechner direkt angeschlossen. Das ist ein Problem. Es ist nicht Bluetooth-fähig. Das heißt, ja, die Technologie, die da drinnen ist, ist Bluetooth. Aber ich kann jetzt nicht diese Maus einfach mit dem Laptop und mit meinem Standrechner verbinden und quasi, ja, ohne den Dongle abzuziehen und in den Laptop einzustecken, die Maus weiterverwenden. Also das hat Logitech um ein Vielfaches besser gelöst. Und ja, leider bedeutet das auch immer, wenn man die Tastaturen nicht stationär hat, sondern man möchte sie irgendwie verwenden oder auch die Maus, was natürlich ideal wäre, so eine Maus mitzunehmen und auch dabei zu haben, weil sie von der Größe her auch passt. Kann man es einfach nicht machen. Ich weiß, wahrscheinlich für Frauen oder für Leute, denen das Gewicht wichtig ist, ist ja, die ist relativ schwer, die Maus. Stört mich jetzt nicht. Ich gebe es normalerweise in meinen Rucksack hinein und würde es auch mitnehmen. Nur immer wieder das Abstecken, Anstecken ist einfach auf die Dauer mühsam, vor allem weil ich den Dongle hinten am Monitor USB habe, angeschlossen habe, um kürzere Distanzen, Bluetooth-Distanzen zu haben, um da auch das Signal zu verbessern. Also, ja, was gibt es noch zu dieser Maus zu sagen? Man hat hier eine Zusatztaste auf dem Seitenbereich, die ich sehr angenehm finde, weil man mit dieser im Browser oder in den Browser-Applikationen die Seiten zurückgehen kann. Man hat hier diese Windows-Zusatzfunktionstaste, die ich persönlich eigentlich nie nutze, weil man geht nicht von hier mit der
Maus dann in diese unnatürliche Haltung und macht das dann, da fährt man lieber mit der Maus, einfach aus Gewohnheit, weiter nach links, weiter nach rechts. Wie gesagt, ich glaube von der, dadurch, dass die Maus nicht so vertikal ist wie die MX Vertical von Logitech, ist man eher geneigt, dass man sie akzeptiert als sozusagen hochgestellte Maus und hat eine massive Verbesserung natürlich in dieser Fehlhaltung, die eigentlich alle Mäuse, die wir heutzutage verwenden und die nicht ergonomische Mäuse sind, haben, dass man eben das Gelenk, das Handgelenk überlastet. Und ich muss sagen, ja, ich habe von meiner MX Master, obwohl die eigentlich schon gut ist, das tut nach den vielen, vielen Stunden, die ich am Computer verbringe, auch viele Jahre als IT-Berater gearbeitet. Ich sage es euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut, dass ihr eine ergonomische Maus bekommt. Und da ist das besser als nichts, sage ich jetzt einmal. Also wie gesagt, ich habe von dieser Maus, obwohl ich sie auch viel nutze jetzt in letzter Zeit, keine Schmerzen. Bin daher prinzipiell sehr zufrieden. Wie gesagt, das mit den Batterien nervt mich und dass dieser Bluetooth-Dongle, dass ich quasi nicht die Maus nehmen kann und zum zweiten Standrechner gehen kann oder zum zweiten Laptop und sie einfach weiterverwenden kann, sondern ich muss quasi den Dongle umstecken. Das ist für mich ein No-Go-Kriterium, warum die Maus hier bei mir rausfliegt und ich wieder zurückkehre zu meiner MX Vertical, die auch nicht perfekt ist, aber das sage ich euch dann im Review zu MX Vertical. Wie gesagt, prinzipiell, wenn ihr gar nichts habt und ihr habt jetzt die Chance, dieses Sculpt Bundle zu bekommen, nehmt euch die Maus mit dazu. Sie ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ihr auch damit leben könnt, dass sozusagen sie nicht Bluetooth-fähig ist, sondern nur auf diesem Dongle hängt und ihr sagt, ja, ihr habt immer ein Gerät, dann könnt ihr das auf jeden Fall überlegen. Für mich, wie gesagt, ein No-Go. Ja, vom Scrollrad nichts Besonderes, sage ich jetzt einmal. Vom Druck auch nichts Besonderes. Ja, also qualitativ würde ich es jetzt nicht irgendwo top einordnen. Angenehm ist hier dieser Gummi, wo der Daumen schön drinnen liegt, aber ja, würde ich euch empfehlen. Wie gesagt, das ist magnetisch fixiert hier, das heißt, das klappt rein und habt seinen Magneten dahinter. Ja, ich habe es jetzt nicht bei magnetisch empfindlichen Geräten in der Nähe, ich habe es nur am Schreibtisch liegen, aber wenn ihr mit Dingen hantiert, die sozusagen magnetempfindlich seid, das auch immer berücksichtigen, vielleicht die Maus nicht gar zu sehr in die Nähe von magnetempfindlichen Geräten zu geben. Gut, das bringt mich dann zur Tastatur. Wie gesagt, auch hier das Fach magnetisch arretiert. Das heißt, dass habt ihr hier die Möglichkeit, das magnetisch zu arretieren. Das Keyboard, ich sage euch, perfekt. Ich bin vom ursprünglichen Ergonomic, Microsoft Ergonomic 5000, glaube ich, war das gekommen. Da war noch das Keyboard, das Tastenfeld sozusagen integriert in die Tastatur. Das ist hier auch dabei, ein separates Tastenfeld. Das sieht dann so aus. Das kann man sich daneben hinlegen. Ich nutze das nicht. Also, wenn man einmal auf der Tastatur drauf ist, man nutzt das Tastenfeld nicht. Also wahrscheinlich, wenn man Accounting macht, also im Finanzbereich arbeitet und man muss die ganze Zeit was rechnen, wird man es nutzen. Ansonsten bleibt man auf der Tastatur und hat einen riesengroßen Vorteil dadurch, dass die Hände quasi in dieser Position sind und nicht in dieser überstreckten, unnatürlichen Position so, dass man eben den Vorteil hat, dass man A, viel länger, viel entspannter tippen kann. Gerade wenn man viele Texte schreibt, Konzepte schreibt, ist das extrem angenehm und überlastet sozusagen die Handgelenke hier nicht. Das ist meine, wie gesagt, meine persönliche Erfahrung. Ich weiß, viele Leute stört es, dass man hier in der Mitte diese Öffnung hat. Die ist absichtlich.
weil man könnte sie ein bisschen zusammenschieben, dann hätte man die Öffnung nicht so, aber das verhindert auch, dass man mit der Hand, mit der linken Hand quasi dann hier drüber, weil alleine dieser Zwischenraum macht schon so eine mentale oder körperliche Barriere, dass man es nicht macht, dass man rüber geht und dann versucht mit der linken Hand auf dem rechten Feld, beziehungsweise mit der rechten Hand auf dem linken Feld zu agieren. Hat mir auch sehr dabei geholfen, mein, ich sage jetzt einmal, 8-9-Fingersystem zu verbessern bzw. erweitern. Ich nutze nicht immer alle Finger der rechten Hand, aber dadurch, dass man sozusagen gezwungen ist, auf den Siebener zum Beispiel auch immer mit dem Zeigefinger der rechten Hand zu gehen und eben nicht mit dem Zeigefinger der linken Hand, man nutzt die Hand mehr und wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht als Zehn-Finger-Systemschreiber bezeichnen, aber ich bin schon sehr nahe dran, sage ich jetzt einmal. Und auch zum Dank, wie gesagt, der Microsoft Ergonomic, die ich vorher gehabt habe, und die Sculpt, die aus meiner Sicht von dieser eine Weiterentwicklung ist. Die Tasten, die alte Ergonomics gehabt hat mit dem Zoomrad in der Mitte, ich habe das Zoomrad damals nie genutzt. Auch die Funktionstasten habe ich so gut wie nie genutzt. Man hat hier einen Vorteil, man kann hier mittels diesem kleinen Schalthebel die F1-Tasten auf Funktionstasten umschalten. Mache ich so gut wie nie. Also ich bleibe auf den F5-Tasten. Ich habe für Musik, für den Winamp Player, den ich verwende, als Musikzuspieler, die Hotkeys hier auf die F-Tasten gelegt und kann damit quasi perfekt, während ich was schreibe und der Track gefällt mir nicht, ich möchte ihn skippen oder ich möchte zurück oder pausieren den Track, bin ich auf der Tastatur, mache ich das mit einem Druck und die Geschichte hat sich. Was auch in den Reviews oft nicht kommt, ist, es gibt hier zwischen der Leertaste eine kleine LED, eine Indication-LED. Die ist, wenn man ich habe es noch nicht ganz herausgefunden, aber es ist ungefähr so. Das heißt, wenn ich frische Batterien einlege, dann leuchtet diese LED grün und ich weiß, okay, die Tastatur hat noch genügend Saft. Wenn sich die Batterie dem Ende neigt, dann leuchtet diese LED rot. Vielleicht sind es auch zwei LEDs, die da drinnen verbaut sind. Und man weiß, okay, jetzt muss ich meine Batterien laden. Man merkt es natürlich auch, dass die Anschlagzeiten sich massiv verlängern, die Batterie nicht mehr voll ist. Das heißt, Anschlagzeiten verlängern sich, man schaut runter, nein, es hängt nicht der Rechner, die Lampe leuchtet rot, jetzt muss ich Batterien wechseln. Das ist auch was, was mich auch einige Zeit gekostet hat. Ab und zu leuchtet es auch grün, auch ohne dass man die Batterien separat gewechselt hat. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, dass es dann ab und zu einfach so mal die LED grün aufleuchtet. Das habe ich noch nicht ganz eruiert. Drum sozusagen, wenn es wer weiß, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Bin ich gern bereit, mich da belehren zu lassen, was es ist. Ja, gut. Das war eigentlich das Wichtigste zu der Tastatur. Es ist eine Querztastatur in meinem Fall. Ja, also. Und ich kann sie aus meiner Sicht uneingeschränkt empfehlen. Ich weiß, viele Leute mögen nicht diese angewinkelte Form, auch nicht die Unterbrechung in der Mitte. Ich habe mir auch im Geschäft andere ergonomische Tastaturen angeschaut, aber keine hat mich so überzeugt wie die Microsoft Sculpt. Es gibt zu der Microsoft Sculpt auch noch so eine Erhöhung, dass wenn man steht, am Stehtisch sozusagen, dass man dann, dass die Hände ein bisschen abfallen können und dass man sie ablegen kann, dass man sozusagen so angeschrägt damit arbeiten kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie verwendet, da ich immer sitze, ich habe noch keinen höhenverstellbaren Tisch. Kommt vielleicht in Zukunft einmal, aber aktuell habe ich keinen höhenverstellbaren Tisch. Deshalb auch, wenn ich sitze, immer in dieser Position und bin eigentlich jetzt über die letzten 10, 11 Jahre IT und Sitzen mit ergonomischer Tastatur
vorm Rechner eigentlich sehr zufrieden und sehr gut gefahren und kann es euch nur für die Gesundheit eurer Handgelenke sehr empfehlen. Gut, das war's dann für heute. Ich würde mich natürlich freuen über einen Kommentar, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wo ich was kürzen soll, wo was zu lang war, wo was zu ausführlich ist. Auch wenn ihr zusätzliche Infos wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich schaue, entweder beantworte ich das Kommentar oder gehe dann in einem nächsten Video darauf ein. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, es hat euch gefallen.